Willkommen zurück, Leute. A Link Between Worlds. Es läuft echt super. Guckt euch an, wie viele Herzen wir haben. Wir haben schon das dritte Schwert. Ja, und wir sind noch nicht mal. Ja, wir haben noch nicht mal. Wir haben gerade mal drei Tempel erstmal befreit, ne? Es läuft. So super nice. So, ich möchte jetzt auch in den nächsten Tempel, aber erstmal hier die Truhe. Ups, nicht den Busch. Alter, Honey. So, ich glaube, nach dem nächsten Tempel kann ich mir, denke ich mal, auch Ravios letzten Gegenstand kaufen. Das sollte kein Problem sein. So, ich würde gerne irgendwie... Oh, warte mal. Hier ist noch was. Hier macht noch was. Geräusche. Aua. Ey, ein Apfel. Ja. Ich würde halt ja noch irgendwie hier rumgucken. Erstmal dieses ganze Gebiet erstmal freischalten oder freispielen und beobachten. Oh Gott. Nicht der Bombentyp. Der zieht so viel ab. Alter, warum musst du denn drei Bomben? Wow. Der kommt ja so angerannt. Hab ich ganz vergessen. So, kann ich den betäuben, sag mal? Oder ist der wie so ein Leune? Okay, den kann man betäuben. So, und tschüss, Mann. Alter, trotz des mega harten Stabes, ne? So, und irgendwo fiepst hier wieder was. Boah, ich hab grad gedacht, das wäre eine goldene Wespe oder Biene. Aber nö. Ist eine Fee. Das ist ja auch nett. So, kurz mal hier nochmal alles abchecken, bevor wir in die Stealth-Mission gehen. Ich glaube, hier wird es einfach nur Maimais geben. So. Und ich glaube, uns sogar noch ein anderes Teleportal, ne? Genau. Auch einfach mal aktivieren. Ich weiß nämlich echt nicht, ob ich überhaupt alle finde später. So. Okay. Und wieder zurück. Oh, da hat es gerade gepiept. Da war irgendwo ein Maimai. Egal, da komme ich schon noch hin. So, bei Hyrule werde ich ja ohnehin öfter rumrennen. So, wo geht's denn da oben hin? Alter, warte, ich brauche bloß noch einen Schlag. Saugeil. Ja, komm, lass mich hin. Ha, die Schädel können wir jetzt auch einfach kaputtballern. Wartet mal. War hier etwa ein Maimai unter und ich checkte mich? Nee, okay. Oh Gott. So, hier ist nur wieder so ein Kram. Hier ist irgendwo ein Maimai. Schon zum Tauchen, oder? Guck mal, schon einäugige Soras. Ah, da. Okay, warte mal, das könnte ich mir eigentlich holen, weil ich komme ja wieder hoch, denn. So, und abtauchen. Au, so, und hier muss ich auch mal ganz kurz den Teleporter aktivieren. Ich glaube aber, ich darf hier nicht mich rausfallen lassen, weil dann lande ich im Wasser. Deswegen nur aktivieren, ganz kurz. So, genau, das wollte ich nicht. So. Okay, aber da ging es ja irgendwo noch nach rechts, oder? Egal. So. Hoppala. Schnell mal wegtauchen. Lala. Kurz mal gucken. Ne, was ist denn wegen Maimai und so weiter? Aber ich glaube tatsächlich nicht. Hier ist irgendwo das Wasserfall. Irgendwie ist es ja cool, dass in Lowell so die Gebiete abgetrennt sind. Halt genauso, wie ihr es auch unten auf der Karte seht. Dann kann man schon richtig schön von wegen, ja, habe ich alles abgeschlossen oder nicht? Auch mit den Maimais und so. Kann man alle wunderbar suchen. Ey, wäre wieder voll gefüllt. Ja, es läuft echt gut. Hau ab. Haust du ab. Hau ab, Mann. So. Wow. So, kurz mal noch mal jeden Baum schütteln. Wow, hier ist nichts. So, was ist das jetzt da? Okay, hier geht's ja doch nicht mehr irgendwo lang. Alter, wie sieht das denn aus? Das ist Maimai da hinten. Komm ich da irgendwie hin? Nö. Da komme ich gar nicht hin. Wie soll ich da hinkommen? Vielleicht irgendwie anders? Na gut, dann wisst ihr erst Bescheid. Hier haben wir erstmal soweit alle Möglichkeiten ausgekostet. Wow. Okay, dann jetzt aber wirklich zum Dungeon. Ich möchte den Grieb befreien. Der Arme. Und seine Eltern müssen sonst auch weinen. Gut, also, Stealth Mission, wir waren schon ganz kurz hier. Wenn wir entdeckt werden, ist es an sich nicht schlimm. So, okay, ich glaube, das geht am besten. Hier so? Wir wollen uns, ja klar, das olle Ding verdeckt uns natürlich. So, er dreht sich nicht um. Das ist ganz gut. Oh Gott. Okay, die laufen hier rum. Hey, erstmal Cash. Cash, Cash, Cash. Wundert sich natürlich keiner. Ey, warte mal, da kommen ja Rubine. Ist die Rubine weg? So. So, aber die Typen sehen irgendwie cool aus. Die haben lustiges Design. So, das war's. So, hier gibt's auf jeden Fall noch ein Herzteil. Ich weiß bloß nicht, wie ich das so schnell bekommen soll.
Ich weiß gar nicht, ist das hier eigentlich da, ist das hier da oben drauf ein Schalter? Ich glaube ja, ne? So, okay, wartet mal, ich muss das, wenn der nach rechts guckt, falls das überhaupt macht, ja. Okay. Wartet mal, ich mach das jetzt mal schnell. So. Oh, oh, ja, so viel dazu. Scheiße, Junge. Warum Ego gerade rausgeschmissen werde, denn? Das ist so doof. Hoppala, wieder da. Aber da gibt es ja eigentlich noch andere Wege. Ich weiß gar nicht, welche jetzt hier zum Tempel führen. Ich glaube, der hier zum Beispiel nicht. Ich glaube, hier komme ich, an den komme ich allgemein nicht vorbei. Ich muss den großen Weg nehmen. Jups. Ja, das ist dieses Spiel. Ja, also, nee, ich finde auch, dass das Spiel unfassbar coole Varianz bietet und so verschiedene Gameplay-Elemente. Dass man ja ein bisschen schleichen muss. Ja, natürlich, die Frage ist natürlich berechtigt, wieso? Können wir die nicht einfach platt machen? Nee, nee, natürlich nicht. Ja, okay, ne? Hier ist irgendwo sogar noch ein Mai-Mai. Na gut. So, ich könnte nach oben, aber wie gesagt, ich will eigentlich erst noch hier unten hin. Was geht das überhaupt? Ich glaube, wenn das so ist, dann müsste ich an ihm vorbeikommen. Na, in die Wand. Hey, in die Wand. Oh Gott. Wir gingen ja einfach nicht in die Wand. So, kurz warten. So. Hehe. Kurzsichtiger Typ. Und es ist ein Zwanni. Naja, gut. Okay, das war ja schon mal nicht so toll. So, ist das hier ein Schalter? Nee. Ich dachte irgendwie immer, aber nö. Gut, haben wir ein bisschen extra Dings geholt. Oha. Schnell. So, Moment, Moment, Moment. So, schnell die Wände wechseln. Wow. Oh Gott, oh Gott. Ah, ah, wow, das war knapp. Das war echt knapp. Oha. Okay, warum? Ah, wird erstmal auf die Schädel gezoomt. Ist okay. Ah, ich glaube, es ist sogar ein neuer Abschnitt. Wenn ich jetzt entdeckt werde, werde ich bloß hier wieder in den Knast geschmissen. Das ist doch nice. Oder nicht? So, irgendwo ist ein Mai-Mai. Ich höre es. Bam, bam, bam. Babam. Warum kann ich die eigentlich nicht töten? Ganz im Ernst. So, hinterher so ein bisschen. So, hoppa, hoppa, hoppa. Oh, oh, wow, okay, warte mal. Er ist abgebogen. Das Herzteil. Okay, hol ich mir gleich. Erstmal das Mai-Mai. Leute, dann fehlen bloß noch drei Herzteile, ne? Eins weiß ich sogar noch, wo das ist. Und die Chancen sind eigentlich sehr hoch, dass wir. Oh Gott. Ah, wow! Alter, was zur Hölle? Okay, wo geht's denn da hin? Kurz mal gucken. Die Chancen sind eigentlich auch sehr hoch, dass würde ich noch während der ganz normalen Quest die anderen Herzteile alle finden. Würde ich jetzt mal sagen. Aua. So, hier ist der Weg, wo ich allgemein nicht langkomme. Warte mal, bin ich jetzt nicht schon gleich beim Tempel? So, ja. Ich glaube, das ist der richtige Weg zum Tempel. Okay. Ich will noch das Herzteil. Yeah. So, scheinbar runter. Hier gibt's. Oh shit. Ich wollte nur den Cash haben. So. Egal. So, ich glaube sogar, guck mal, das sieht doch eigentlich fast so aus wie eine kleine Anspielung, oder? Der Typ da mit seinen Rubinen? Ich finde, das sieht aus wie eine kleine Anspielung zu Ocarina of Time. Weil da gibt's ja auch wie so ein Typ, der um eine Säule rennt bei Zelda. Oh, bei Zelda am Schloss bei den Wachen. Ne, und da sind auch alles nur grüne Rubine, außer ein Zwanni ist da. Das ist da bestimmt eine Anspielung, Leute. Hört da auf. Hört darauf. Bist du sicher, Marcel? Nö. Okay. So. Dann sollte ich auf jeden Fall den Tempel erreichen. Sehr, sehr schön. Wow. Der olle Typ, ey. So. Hau ab. Aua. Oh, diese ollen fliegenden, feigen Dinger. So, hier wird's jetzt richtig crazy. Naja, wird es das? Mal schauen. So, ich warte mal kurz, bis die Typen sich da umdrehen. So. Tschüss. Wow. Okay, wir sind immer noch nicht durch. Dauert noch ein bisschen. Okay, ich muss bloß zur Wand da kommen. Oder, ja. Mega simpel. So, und da haben wir es geschafft. Sehr schön. Gleich mal den Drachen aktivieren. Wetterdrache oder Wetterfledermaus, keine Ahnung. Alles klar. Möchtest du speichern? Nö. So. Okay, Leute, würde ich sagen, gehen wir in den Dungeon rein oder was? Ich habe ein bisschen Angst. Oh. Soll ich ihn jetzt echt lauthals hier aufbomben? Na gut. Ich verstecke mal lieber, bevor einer kommt hier. Yeah. Der Palast der Dunkelheit.
zu denn? Soll ich den jetzt und im jetzt und in den durch den nächsten Part soll ich den dann eigentlich schaffen, oder? Wirkt doch gut so. Ah. Ja, hier war auch sehr, sehr coole Stimmung. Hohoho. Oh, der Tempel war gut. Der Tempel war auch sehr, sehr cool. Allein was die Rätsel angeht. Oh, klasse. Okay, okay. Erstmal hier alles schön angucken. Oh, Bomben. So groß sieht der Tempel auch nicht aus, Gott sei Dank. So. Auf jeden Fall gibt es aber auch Geheimnisse, die noch geheim sind. Oh, toll. Einfach ein Fünfer. Meine Freude hält sich in Grenzen. Aber du magst keine Fünfer. Alter, das ist hier dunkel. Das ist wirklich der Palast der Dunkelheit. Nur so ein ganz bisschen Licht schimmert so durch. Okay, die Lampen gehen irgendwann automatisch wieder aus. Dann leg ich einfach mal kurz, dann leg ich einfach mal eine Bombe. So. Hui. Okay, was soll das hier? Was ist das denn hier? Guck mal da oben, da fehlt Licht. Hm. Kann ich da Bomben eigentlich hochwerfen? Oh, ganz locker. Yeah. Cool. Gleich mal die Mechanik des Tempels hier so ein bisschen verdeutlicht. Okay, wir werden hier, glaube ich... Ja, hier braucht man diesmal dann wohl wirklich anscheinend regulär seine Bomben. So, warte, ich will die Lampe. Ich habe mein Inventar immer noch nicht sortiert, ne? Ja, ich bin halt ein Studerkopf. Was soll ich machen? So, ach, guck mal hier, auch richtig gemein. Wenn Licht an ist, verschwinden Plattformen. Aber ich glaube, nur sichtbare. Also, sie dürften trotzdem da sein. Bloß wir sehen die da nicht mehr. Holy shit, ey. Oh Gott. Oh nein, was bist du denn für ein Vieh? Wow. Oh Gott. Warum ziehst du so viel ab? Na. Ah! Ich habe jetzt keine Lust auf dich, ganz im Ernst. Könnte, glaube ich, mit dem Enddarken gut was reißen. Aha, der Key. So, wenn ich jetzt hier die Dinger hier wegbombe, das ist nämlich so ein Gimmick, ne? Dann müsste das Licht nämlich nach unten strahlen. Und ich weiß gar nicht, ob ich hier runterfallen darf. Und guck mal hier. Ah, da sind so eine geile Hinweise noch. Wenn das Licht aus ist, dass man hier mal an der Wand lang gehen sollte. Und dann halt ja, irgendwo hier kann man ja einfach drauf. Ah, sehr schön. Ah, der Tempel wird auch so ein nice kleiner Key. Okay. Die Pfeile gehen hier nach weit. Ah, nee, oh. Die Pfeile sagen zurück. Oh Gott, ist das hier dunkel jetzt? Mann. So. Tschüss. Okay, mehr gibt's hier nicht. Weiter geht's. Oh Mann. Ah, stimmt, das war hier an sich genauso fast. Wie halt der normale Dungeon, ne? In Hyrule. So, du musst jetzt, also jetzt hier dauerfette Kugeln langrollen, ganz klasse. So, aber ist ja kein, wow, ist ja kein Problem. Keine Ahnung, ob ich hier alles anzünden muss oder soll, aber... So, da würde es noch reingehen, aber ich bleib erstmal auf dem Stockwerk. Oh, shit. Warte mal, die waren mit Pfeilen, ne? Oder kann ich die auch hier so abballern? Ach, die waren ja so, stimmt ja. Die sind ja so eine Lappen. Ich habe zum Glück schon den verbesserten Bogen. Das ist sehr gut. Ah ne, okay, die gehen so down. So, die laufen natürlich genauso wie ich, bloß andersherum. So, sehr gut. Und hier haben wir jetzt noch einen Geheimraum tatsächlich. Ja, da habe ich auch lange gesucht. Man muss einfach bloß, wenn der Ding unten ist. Ja. Und ich glaube, hier haben wir den obligatorischen Feenraum. Nee. Hier haben wir erstmal nur Dunkelraum. Dunkelkammer. Oha. Oh Mann. Soll ich hier, warte mal, kann ich hier eine Bombe legen? Ich glaube ja, ne? Na, Bomben. So. Oh Gott, hier sind irgendwelche Geister. So, da können wir jetzt irgendwie uns reinfallen lassen, aber ich will noch nicht. Ich will noch nicht fallen. Ich falle nicht so gerne, wisst ihr. Ah! Erstmal ein Monster schweifen. Naja, gerne doch. Hier kommen die alten Geister. Mit langer Zunge. Und guck mal, da kann man oben eine Bombe legen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich schon runterfallen soll. Wie sieht denn das Untergeschoss aus? Nein, erst alles komplett machen. Ihr wisst schon. Ihr wisst Bescheid. So. Ui, jups. Okay, das war doch... Das sieht doch gut aus. Okay, eine Truhe. Licht. Aua! Kommt erst mit eure Geist an und basht mich. Okay, ich kann hier, glaube ich... Selbst wenn ich hier lang gehe, rundherum... Doch, da komme ich da hin. Aua! Mann! So, zack! Ganz schnell. Wups. So. Bum. So. Noch weiter runter. Ja, bloß halt, ne? Erstmal nicht so Bock. Nicht so Bock. Vor allem kann er noch hier rein. Erstmal schön gucken. Oh Mann.
So, ich glaube, hier ist sogar das so gewollt, dass man das so macht. Yeah! Eine Truhe. Sehr, sehr schön. Ist da der Kompass einfach drin? Der Kompass? Es ist der Kompass! Yeah! So, haben wir noch ein paar Truhen versteckt. So, und die eine müsste ich sogar jetzt, glaube ich, kriegen. Nee. Wie komme ich denn an die andere ran, die hier so weit oben ist? Hm, ich glaube, da muss ich mich sogar runterfallen lassen später. Von weiter oben. Okay, warte mal, hier soll es aber noch irgendwo lang gehen, ne? Was ist denn das? Nicht mich wieder verarschen hier? Oh, warte mal, oh, da wartet hier so jemand, dass hier eine Bombe gelegt werden muss. Ja, richtig fies, oder? Okay, wartet mal. So. Na toll. Das ist hier richtig fies. So. Yeah! Richtig der gemeine Geheimraum. Aber ich glaube, das ist glaube ich bloß der Feenraum, ne? Dieses Mal aber wirklich. Ja. Okay. Ja, der Tempel geht auch recht fix, ne? Okay. Jetzt muss ich aber bald ins nächste Stockwerk runter. Okay, wenn ich da sowieso hochkomme, dann lasse ich mich, glaube ich, gleich mal hier irgendwo fallen. Ja, warum nicht hier einfach fallen lassen? Also wartet mal. Hier ist ja, hier, bin ich doof. Ich hab das doch von der anderen Seite gesehen. Oh yeah. So. So, genau. Ups, nicht Bombe legen, Licht legen. So, und hier haben wir noch ein Fuffi in den Augen funkeln. Alter, guckt euch den Geist an, wie er aussieht. So, ja, dann würde ich sagen, vielleicht echt mal da runter segeln. Ich weiß es nicht, das erste Stockwerk ist bald komplett. Ich gehe einfach mal von hier aus. Warum nicht? Warum nicht die Treppe? Ich will nicht die Treppe nehmen. Nee. Ich mach das halt. Ah, seht ihr? Nice! So, hier gibt's Schlüssel. So, sehe ich irgendwo. Ach, guck mal. Ah, das ist so cool. Okay. Oh Gott, nein. Warte mal, kann ich euch nicht irgendwie mit dem Enterhaken das Ding klauen? Ja, kann ich. Okay. Ja, mit dem Key jetzt. Ach, es ist schön. So. Es ist so cool. Okay, halt. Ja, mit der Maske. Tschüss, Mann. So, erstmal richtig schön Licht machen. Sonst ist hier nichts, ne? Ne, laut Karte sehe ich auch den richtigen Boden. Okay. Oh Gott. So, hier ist wieder ein Key. Ganz schön viele Schlüssel hier in dem Tempel. Oder auch so viele Türen, oder täuscht das? Guck mal, da war so eine komische Maske da oben. Hier ist der reguläre Weg, wie wir wieder nach oben kommen. Wie sieht denn das obere Stockwerk nochmal aus? Wartet mal. Weil ich habe ja einen Schlüssel. Vielleicht geht er einfach mal kurz rein. Hier daneben in die Tür. Achso, die führt einfach noch weiter nach oben, ne? Okay, die führt noch weiter nach oben. Vielleicht kriegt den Raum ja komplett. Gehen wir einfach mal hin. Da gibt es ja zwei schöne Truhen. Oh, ich finde die Musik hier echt episch. Und auch sehr atmosphärisch. Wow. Krass, oder? Okay, gut. Das heißt wieder Bomben. So. Oh, mit der geilen Maske. Uppala. Okay. Tschüss, Mann. So, Bomben? Ich glaube, ich brauche echt Licht. Ich muss gucken. So. Warte mal, ich glaube, auf der anderen Seite komme ich dann zu der Truhe hin. Hole ich mir, glaube ich, echt erstmal die. Moment. So, kurz warten. Wow, nicht zu lange warten. Uiui. Okay. Ja, dann gehe ich nochmal hoch. Hauptsache war mir alles in dem Dungeon. Wird doch geil, wird das. Das wird geil. Ups. Oh, wow. So, hau ab. Oh Gott. Nein, ich hau ab. Ist okay, ich hau ab. Ja, renn gegen die Bombe gegen. Jawohl. Oh, oh. Dadadadam. So, tschüss. Oh. So, das noch schnell erledigt. Einfach nice. So. Okay, das ist irgendwie wieder der Geist, oder? Wartet mal. So, ich möchte natürlich wieder zurück. Wo geht's eigentlich hier hin? Oh. Stimmt, da haben wir auch noch was. Hier kann ich auch mal kurz eine Bombe legen. Wow. So, damit würde ich auch irgendwo runterfallen. Aber in einem Raum... Ah, zum Schlüssel. Den hole ich mir. Den Key, der ist meiner. Ach, er ist doch nice. So, okay. Ne? Gut. Ja, jetzt einfach wieder hoch, ne? Ja, hier unten will ich erstmal später gucken. Ich gehe erstmal nach oben. Weil da gibt es auch den Gegenstand dieses Tempels. Ey, wie schnell der Dungeon wieder durch ist, oder? Aber noch habe ich nicht mal die Hälfte des Dungeons erreicht. So, links oder rechts? Eigentlich ist es egal, glaube ich. Es dürfte egal sein. Hops. Yeah, okay. Oh Gott. Was? Oh.
Okay, verstehe. Was macht das hier? Tür offen. Oh Gott. Das ist aber auch mega einfach. Na gut. Na gut, na gut. Leute. So, guck mal, da oben kommen wir zu der... Genau, da war ja auch so ein richtig krasser Raum. Deswegen machen wir schnell die noch komplett. Ups. Oh, es fängt von hier an. Toll. Gut, ich wollte nur den Raum komplett haben. Oh. Oh, shit. Ich muss ja dann eine Bombe hochwerfen. Na gut, dann halt nochmal. Mach ich den Haum halt richtig. So. Nice. Okay, Leute. Aber das war's dann erstmal für den heutigen Part. Ich hab Angst, dass hier Geister kommen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und beim nächsten Mal, ja, wird der Dungeon, denke ich mal, durchgerockt. Bis dann. Ciao.